Weiter geht's mit einer neuen Folge von Project Zomboid und dazu erstmal an der Stelle ein herzliches Willkommen. Ja, wo bin ich stehen geblieben in der letzten Folge? Ich habe ja hier ganz brav meine Mauer errichtet. Aber da mir langsam die Vorräte ausgehen, gehen wir heute als allererstes mal in die Stadt. Bevor wir das aber machen, legen wir uns erstmal eine Runde schlafen. Jetzt schauen wir mal, habe ich denn eigentlich alles Nötige dabei? Das Notizbuch brauche ich jetzt nämlich in der Zwischenzeit auch nicht. Stofffetzen, so viele eigentlich auch nicht. Kann ich die auch splitten? Halt. Legen wir nämlich da auch gleich mal einen Teil rein, dass wir so circa bei 15 Stück sind. Perfekt. Dann wechseln wir die noch schnell. Und dann geht's, wie gesagt, ab in die Stadt. Denn meine Nahrungsvorräte werden ja knapp. Und von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Stadt zu gehen. Ui, eine Verletzung ist anscheinend weniger geworden hier auch. Cool. Sind nur noch zwei Verletzungen übrig. Perfekt. Na, das ist doch schon mal eine erfreuliche Mitteilung, gleich zu Beginn der Folge. So, die schmutzigen Stofffetzen werfen wir auch weg. Die brauchen wir nicht. Taschenlampe brauche ich ehrlich gesagt in der Nacht jetzt auch nicht. Ich schlafe sowieso normalerweise durch. Ich hoffe, das bereue ich nachher nicht, wenn jetzt mitten unter der Nacht ein Angriff bevorsteht. Aber das zeigt sich ja dann. Was kann ich noch brauchen? Wie schaut es denn eigentlich mit der Axt aus? Ui, die hält nicht mehr viel aus. Da muss ich mir fast den Baseballschläger wieder mit Nägeln präparieren. Hier haben wir ihn. Und die Nägel haben wir hier irgendwo gehabt. Hier sind sie. Dann können wir nämlich gleich frisch im Morgengrauen losstarten. So, wie viele Nägel braucht denn der? Ich glaube, das langt schon lang. Baseballschläger mit Nägeln herstellen. So, das kann sich doch hier mal sehen lassen, der Schaden. Gut, die Nägel kommen wieder rein. Und jetzt soll er aber nur noch kurz was essen. Ich habe hier noch 8 Tüten Chips. Also als Notreserve. So, und dann geht's erstmal ab in die Falle. Schlafen. Ja, ich will jetzt schlafen. Daumen drücken, dass nichts passiert. Okay, schaut ruhig aus. Sehr schön. Angespannt, etwas nervös. Warum bist du nervös? So, Stofffetzen legen wir gleich wieder an. Und dann im Morgengrauen nichts wie nach draußen. Warum kann ich hier nichts mehr trinken? Oh, ich glaube, die Wasserversorgung ist mir jetzt auch noch gekappt worden, oder wie? Bitte nicht. Das wäre schon wirklich jetzt gar keine gute Entwicklung. Ja. Hilft sowieso nichts, von daher machen wir einfach mal das Beste aus dem Tag. So, habe ich jetzt alles dabei, was ich will. Ich habe Chips dabei, ich habe Orangenlimonade dabei, Schraubenzieher und Hammer, damit ich auch in bestimmte Türen reinkomme. Und dann gehen wir einfach mal hier entlang. Auf der Suche nach Nahrung und Ressourcen.
Immer noch leichte Schmerzen. Ich glaube, dieses angespannt, etwas nervös ist er deswegen, weil er infiziert ist. Aber... ansonsten könnte ich mir das nämlich nicht erklären, warum das so wäre. Ja, komm her. So, du auch gleich. Einen schlagen wir K.O. und den anderen zertreten wir. So, bleib liegen. Sehr gut. Wieder drei Zombies weniger, die hier rumwandeln. Ui, okay, das Nervöse ist weg. Hat also nur ein paar Zombies killen müssen. Anscheinend. Nicht, dass er aus der Übung kommt. Deswegen war er nervös. So, wieder einer. Sehr gut. So, in den Gebäuden hier war ich da schon drinnen. Okay, offen ist zumindest. Schauen wir mal. Fachzeitschrift für Elektronik. Zeitschalter, Zeitschalter herstellen und hinzufügen. Das hast du noch nicht gelesen. Ja, dann wird's Zeit. Das heißt, zwei neue Rezepte. Und... eine Zeitschaltung, Elektronikschrott, Bewegungsmelder. Nehme einfach mal alles mit. Schraubenzieher habe ich schon. Okay, Ananas und Zucchini, die sind noch genießbar, auch wenn nicht mehr ganz frisch. Aber man muss nehmen, was man bekommt. Oh je, Mini. Die klopfen draußen schon wieder gegen die Fensterscheibe. Hui, da haben wir gleich noch ein Fachrezept. Fernauslöser und selbstgemachter Auslöser. Lesen wir auch gleich. Sehr gut. Bindfaden. Für was auch immer ich den brauche, nehmen wir mit. Wer klopft denn hier gegen die Tür? Hui, da hinten ist offen. Ich dachte es mir doch, da ist doch irgendwer. Liegen bleiben. Puh. So, hier ist keiner. Nee. Was haben wir denn hier? Schönes Zeitschrift. Elektrotechnikbuch. Nachdem ich ja jetzt weiß, dass die Bücher sehr gut sind, nehmen wir die natürlich auch mit. Eigentlich wollte ich ja mehr Nahrungsmittel sammeln, aber ich bin ja nicht wählerisch, was das angeht, und von daher immer mit des Zeugs. So, es wird aber nicht das einzige Haus gewesen sein, oder? Nee, da oben ist auch noch eins. Dann leise, still und heimlich. Okay, da unten kommt schon ein Zombie raus. Der geht wieder rein. Ah, die Tür ist verschlossen. Na komm. Dann lassen wir die lieber. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Hier vielleicht? Na, sagen wir mal, heute alles abgeschlossen, oder wie? Nee. Perfekt, die ist ja draußen aus dem Gebäude. Dann machen wir gleich mal mit der kurzen Prozess. Na. Jetzt. Sehr gut. Die kommt nicht mehr in die Höhe.
Was bitteschön ist das? Annotated Map. Okay, ich kenne das Item nicht. Vielleicht kennt ihr das. Also wenn dem so ist und ihr das Ganze kennt, dann dürft ihr das ruhig reinschreiben. Read Map, eine Karte. Okay, was ist denn das? Don't go this way. Might be weapons here just in case. Aha. To Rosewood Prison. Motel Church. Bei der Schule. In Rosewood. Ja, ich bin in Muldraw. Das hilft mir jetzt hierfür relativ wenig, aber es gibt ja verschiedene Städte. Das heißt, da muss ich dann unbedingt mal weitergehen. Weil da könnte ich Waffen finden in dem Feuerwehrhaus. Cool. Sozusagen ein Hinweis von anderen Überlebenden, wo sich Waffen finden lassen. Ja, das ist doch mal ein ganz, ganz guter Fund. So, hier entfernen wir aber als allererstes mal das zerbrochene Glas. Durchklettern. Und gleich mal trinken. Okay, sonst ist es ruhig. So. Nachdem jetzt die normale Nahrung auch nichts mehr ist, müssen wir auf Dosenfutter umsteigen. Kochtopf, sehr gut. Pasta verdirbt anscheinend auch nicht. Rotwein nehmen wir auch mit. Und trockene Ramennudeln nehmen wir auch mit. Lauter so Zeugs, das lang haltbar ist. Nicht verdirbt, das brauche ich jetzt. So, Erbsen. Okay, euch esse ich auch gleich. Nägel, sehr gut. Die brauche ich sowieso. Und nochmal so viel Dosenfutter. Ja, sehr gut. Kartoffeln. Dosenöffner habe ich schon zu Hause. Den nehmen wir nicht mit. Streichhölzer, Whisky. Halsradio nicht. Streichhölzer möchte ich mitnehmen. Gut, in der Mikrowelle ist nichts liegen geblieben und die hier nehme ich auch mit. Die ganzen Wasserflaschen nehme ich deswegen mit, damit ich die, solange die Wasserversorgung hier noch sichergestellt ist, die dann, ja, wie der Name schon sagt, mit Wasser füllen kann. Denn so habe ich gleich sauberes Trinkwasser parat und muss mir nicht zwingend gleich welches abkochen. Und deswegen nehme ich auch diese halb leeren Flaschen mit. Nicht, dass ihr euch wundert. Wattebällchen sind ganz gut, um sich zu heilen, zumindest für die medizinischen, ja, Gegenstände, um Wunden zu desinfizieren. Von daher nehmen wir die auch gleich mit. So, geht's hier irgendwo nach unten? Da ist kein Haus mehr. Da bin ich nicht reingekommen. Okay. Drei auf einen Streich, oder wie? Okay, die gehen weg. Der bleibt hier, der bleibt auch hier. Ja, dann ihr zwei Hübschen. Immer her mit euch. Na, nicht zu zaghaft. Komm nur her. Ja, das ist natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders. So machen wir es nicht. So, immer treten und wegstoßen. Na, bleib liegen. Sehr gut. Und ein Stift. Den Stift nehmen wir mit, um uns Notizen zu machen. Langsam aber sicher wird's wieder. Da kommen dann so die ganzen, uiuiuiui, die ganzen Gedanken wieder an das Spiel. Ist ja doch schon eine Zeit lang her. Seitdem ich es ganz, ganz ursprünglich mal gespielt habe. Wohlgemerkt offline, also nicht als Video. Mal
Material. So. Okay. Gut, soll ich die eigentlich auch gleich ausschalten? Je weniger Zombies das hier generell rumrennen, umso besser, würde ich sagen. Von daher immer schön metzeln. Immer feste drauf. So, nicht so viele auf einmal, das möchte ich nicht. Wie schaut es denn hinter mir aus? Gut, safe. Okay, die sind relativ langsam. Das kommt mir aber sehr gelegen. So, wieder einer. So mag ich das. Eine Brieftasche. Aber wohlgemerkt leer. Hui, wie viel kommen da noch aus dem Haus raus? Großer Wanderrucksack. Auch gut. Hm. Aber als allererstes muss ich mich um den hier kümmern. Sonst wird's nichts mehr mit dem Wanderrucksack. Na, sag mal. Ist da eine ganze Horde rein, oder wie? Anscheinend, da kommen ja gleich noch mehr raus. So, ich nehme jetzt trotzdem da mal kurz den Knüppel her dafür. Na, bleib liegen. Und stirb endlich. Okay. Gehen wir erstmal zurück wieder ein Stück und dann... Vielleicht stirbt er die schneller. Na? Na komm jetzt. Kann's ja wohl nicht sein. So, du kommst mit. Dann machen wir's halt auf die andere Tour. Möchten mich jetzt wirklich diese drei hier trollen, oder wie? So. Einer tot. Bleiben noch zwei. Ja, falsch, genau. So macht man es nämlich nicht. Ein Zombie den Rücken zudrehen. Mann, 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 Mann. So, gleich mal verbinden des Zeugs. Desinfizieren mit Whisky. Brennt zwar jetzt ein bisschen, aber... Immer drüber. Schütten nur ruhig die ganze Pulle drüber. Hauptsache die Wunde ist desinfiziert. So, Stofffetzen. Und dann schauen wir noch, was die Zombies hier im Angebot haben. Okay, Ohrhörer. Brieftasche, Brieftasche. Stimmt, den großen Wanderrucksack, den nehme ich gleich mit. Sonst vergesse ich das wieder. Okay, und hier ist nichts mehr. So, hier drinnen war ich doch schon, oder? Genau. Das war das Haus von vorher. Gehen wir da gleich wieder raus. So, und inmitten von Zombie-Leichen verabschiede ich mich an der Stelle. Ich sag danke fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge von Project Zomboid. Macht's gut, bis dahin, euer Wohead. Ciao.